Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom M&K Werbewoche Podcast Off the Record. Ich habe heute einen Gast. Eigentlich habe ich zwei, aber den einen würde ich nicht als Gast bezeichnen, sondern der gehört zum Inventar bei mir. Das ist mein Co-Chefredaktor Johannes Habig. Hallo Johannes. Hallo Anna. Wir begrüßen zusammen unseren Gast Uwe Tendler. Hallo Uwe. Hallo Uwe, schön, dass du bei uns bist. Hallo. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit dir über Marketing. Du bist heute hier in deiner Funktion als Präsident vom Swiss Marketing Forum. Ihr macht jährlich unter anderem den Marketingtag. Richtet ihr aus. Das ging jetzt 3 Jahre lang nicht physisch, aus Gründen, die wir alle kennen. Jetzt diesen April zum ersten Mal wieder im KKL am 18. April, Marketingtag 2023. Das ist auf jeden Fall eines der Themen, die wir heute behandeln. Ansonsten werden wir auch gerne abschweifen. Wir schweifen immer gerne ab in Richtung M&K. Wenn wir über uns selber reden können, sind wir immer am glücklichsten. Ganz genau. Wir werden vielleicht sogar philosophisch werden. Wir werden sehen, wo es uns hinführt. Erstmal möchte ich gerne mich bedanken, dass du hier bist, weil der Marketingtag ist ein wichtiger Event für die Marketingbranche jedes Jahr und das ging 3 Jahre jetzt nicht. Ihr habt das aber weiterhin online auch gemacht, ne? Also man konnte sich reinwählen. Du musst mal ein bisschen erzählen, geh doch mal ganz kurz ein bisschen zurück, wie das so war die letzten 3 Jahre und dann kommen wir ins Heute. Kann ich vielleicht ganz kurz noch fragen, der Marketingtag, nur für diejenigen, die das nicht wissen, das sind wahrscheinlich weniger aus der Branche. Gibt's gar nicht. Ist es der, sind alles schon konvertiert zu Jüngerinnen und Jüngern von Uwe Tendler, aber das ist der TeilnehmerInnen stärkste Event in der Schweizer Marketing-Szene. Kann man das so sagen? Das ist so. Das kann man nicht nur sagen, sondern es ist so. Wir haben immer so zwischen 900 und 1200 Teilnehmer. Ja, größer gibt es nicht hier in der Schweiz im Bereich Marketing. Ja, umso mehr ist es ja aufgefallen, dass es dann nicht stattfinden konnte und wurde schmerzlich vermisst in der Agenda von allen. Wie seid ihr damit umgegangen, als klar war, ihr könnt das nicht physisch durchführen? Wir wollen nicht allzu lange über die Vergangenheit reden, aber wenn du uns einen kleinen Schwung gibst zum... Ja, wie war das? Kann mich noch sehr gut erinnern, als der Bundesrat am 28. Februar damals 2020 gesagt hat, ihr dürft nicht über 1000. Und das war eine Woche vor dem Marketingtag. Quasi, es war alles vorbereitet, nur die Suppe stand noch nicht auf dem Herd. Mhm. Also die war noch kalt, aber sonst war alles fertig. Ich meine, ist klar, eine Woche vor dem Anlass. Die Tickets waren verkauft. Und alles. Ihr wusstet, dass ihr 1000 knackt? Ja, knapp damals, aber ja, wir waren gut unterwegs. Mhm. Und meistens kommen so in den letzten 2-3 Wochen die meisten Teilnehmer. Mhm. Und eine Woche vorher kommen so 30, 40 Teilnehmerinnen noch pro Tag sogar zum Teil. Mhm. Kontingente, die noch reinkommen ins Tool und. Also von daher... Das war natürlich ein Riesenschock, oder? Alles von 100 auf 0. Und dann habe ich dann sofort am 1. März, das war ja Freitag, und am Sonntag habe ich Medienmitteilung geschrieben, ging dann am Montag raus, alle Partner informieren, hey, es findet nicht statt, ihr habt es gesehen, habt es gelesen. Und dann ist eigentlich was sehr Interessantes passiert. Ich habe dann gedacht, wow, das gibt Ärger. Auf verschiedensten Ebenen, oder? Der Lieferant und der Lieferant und das Ticket und jener Stand und der hat schon bezahlt und dieser hat die Kohle schon geschickt. Das wird schwierig, oder? Und dann aber weit gefehlt, das war die absolut positive Überraschung, nicht einer wollte die Kohle zurück. Jeder hat gesagt, behalt das Geld, gib uns eine Gutschrift auf den nächsten Marketingtag. Und das hat angefangen beim Ticket und hat aufgehört beim Hauptsponsor mit hohe fünfstellige Summe. Mhm. Behalt das Geld, ich weiß, es tut euch gut. Einige Rechnungen mussten wir natürlich trotz allem bezahlen, oder? Weil da wurde schon sehr viel Arbeit geleistet. Einige Ausstände blieben dann über einige Monate stehen. Ja, und dann war erstmal Funkstille bis im Herbst. Wollten wir das Sales Power machen im GDI. Das haben wir dann auch canceln müssen aufgrund Corona. Selbe in Grün. Herbst 2020, ne? Auch 2020, ja. Selbe in Grün und so ging das Jahr dann um. 2021 wollten wir dann wieder
Gas geben, mhm. haben wieder hochgefahren, hat wieder Geld gekostet. Mhm. Ein paar Wochen vorher haben wir wieder gesagt, nee, geht nicht, weil am Ende des Tages geht es ja nicht nur darum, einen Anlass zu organisieren, und, sondern es geht darum, den Anlass auch zu finanzieren. Mhm. Und da die Tickets bei uns eigentlich zu 90-95% von den Arbeitgebern bezahlt werden, hat sich da jeder manch Arbeitgeber gesagt, ich bezahle doch meinen Mitarbeiter nicht das Ticket, der fehlt einen Tag und kommt nachher krank zurück. Mhm. Und diese Verantwortung wollten wir auch nicht übernehmen. Ja. Wir haben gesagt, hey, das ist, wir machen das hobbymäßig, ich mache das alles in der Freizeit, das ist nicht mein Beruf. Mhm. Meine Berufung zwar, aber nicht Job. Oder? Mhm. Und dann habe ich gesagt, hey, aus Verantwortlichkeitsgründen fahren wir wieder runter. Dann haben wir dann ein digitales Sales Power gemacht im GDI im Mai 2021. Das war gut, das war sogar sehr gut. Mhm. Wir hatten da über 250 Teilnehmer von null, aus dem Stand raus eigentlich, für die Fachkonferenz, wo es um Verkauf geht, oder? Und dann... Ja, dann hattet ihr auch geprobt schon, dann wusstet ihr, das geht irgendwie digital. Genau. Ne? Das war ja wie auch so ein bisschen eine Generalprobe vielleicht auch für den Marketingtag dann im darauf folgenden Oktober, Jahr. Im Oktober hatten wir dann einen halben Tag gemacht, Digital Marketing Tag. Nicht zuletzt wegen dem Marketing Trophy, also wegen dem Marketing Excellence Award, weil den mussten wir durchführen, weil da hatten wir ja Eingaben und Nominierte und Gewinner. Das haben wir gemacht, das war okay. Das war wirklich nur okay. Also für mich überhaupt nicht zufriedenstellend, oder? Weil einfach das Face-to-Face, das Networking, das Handshake und alles, das hat gefehlt. Das ist ja auch deine Spezialität, Uwe. Ne? Das ist absolut. Ja auch das, was du eigentlich, seitdem ich dich kenne, sagst, das ist das A und O im Marketing im Grunde genommen. Die Wertschätzung, sich auch zu sehen, die Hände zu geben, zu netzwerken und absolut, sich zu spüren, auch die Emotionen, die da fließen und eben Händedruck und ja, Face von Angesicht zu Angesicht halt miteinander kommunizieren. Ja. Das macht der Marketingtag aus, oder? Ja, gut, haben wir dann gemacht und dann jetzt im 22, also ist schon wieder letztes Jahr, war es auch wieder noch zu unsicher, haben wir gesagt, weißt du was, wir machen Pause. Bevor ich da wieder hochfahre und wieder eine sechsstellige Summe zum Fenster rausschmeiße und wieder runterfahre, wieder hochfahre, weil einfach die Sicherheit noch nicht da war. Klar gibt es den Marketing da und wenn er stattfindet, kommen die Leute auch. Aber es geht auch ohne. Mhm. Also der Marketing-Tag ist jetzt nicht so lebenswichtig für die Branche, dass man sagen kann, der muss jetzt unbedingt stattfinden, wie andere Veranstaltungen, Organisationen oder weiß ich was, wo es um mehr geht als Marketing-Tag. Marketing-Tag ist ja auch ein Tag, hier heißt das off the record und wir würden sagen off the office. Also ein Tag Urlaub vom Büro, einmal nach Luzern pilgern und Leute treffen, einiges mitnehmen und dann geht man wieder nach Hause, oder? Geht auch ohne, oder? Von daher, und jetzt haben wir gesagt, hatten dann durch das Jahr Pause, hatten wir relativ lange Zeit, um den kommenden Marketing-Tag am 18. April zu planen, vorzubereiten. Und jetzt sind wir auch überzeugt, dass es funktioniert. Ja. Weil die Leute wissen jetzt auch, was ist dieses Virus, mehr oder weniger eine Grippe. Die Leute haben gelernt, damit umzugehen. Mhm. Auch wenn es ja nicht weg ist, geht es ja nie mehr weg, haben wir gelernt. Mhm. Also muss man damit lernen, umgehen, wie mit einer Grippe auch. Und von daher, ich muss Holz anfassen. Müssen wir auch, ja, das hört man wahrscheinlich auch auf dem Podcast nachher. Aber nie krank geworden, die 3 Jahre. Also immer weggekommen. Natürlich habe brav geimpft und so. Kann man jetzt wieder geteilter Meinung sein? Egal, ich habe gesagt, du, ich bin im Alter, wo ich mir das nicht leisten kann. Und früher hat man auch links und rechts geimpft als Baby, ja, als für Bock. Ja, wir sind einfach rein damit. Hat man sich auch nicht gekümmert und so. Und von daher, aber wie gesagt, das musste jeder für sich selber entscheiden. Auch heute noch finde ich völlig okay, wenn das jemand macht. Nicht, dass man mich hier falsch versteht. Ja. Also von daher. Aber es ist ja auch nicht unser Hauptthema. Wir sind ja auch kein medizinischer Podcast. Genau. Es geht ja um Marketing. Und deswegen wollen wir jetzt auch mal die Brücke schlagen zum diesjährigen Marketingtag. Das Marketing hat ja nicht pausiert mit der Pandemie. Ne? Also Marketing ist immer da. Mhm. Das Marketing hat sich verändert. Das musste sich verändern durch die Pandemie, jetzt auch durch den Ukraine-Krieg. Ich glaube, alles, was im Außen passiert, hat Auswirkungen auf Marketing. Marketing sind Menschen. Marketing ist Markt, da wo sich alle treffen und sprechen über das, was wichtig ist. Und Marketing hat sich verändert. Und
Habt ihr das Gefühl, dass ihr mit dem diesjährigen Marketingtag der Veränderung, die im Marketing stattgefunden hat, Rechnung tragt? Wenn ja, auf was legt ihr den Fokus in diesem Jahr und wie habt ihr euch vorbereitet darauf? Wir legen den Fokus auf den Fokus. Ich habe ein bisschen gehofft, dass du das aufnimmst, meine Steilvorlage. Ja. Genau, weil das Thema ist ja meine Marketingagenda Fokus, oder? Von Stefan Michel, der das Eröffnungsreferat macht morgens vom IMD Lausanne. Also absolut richtig, das Marketing hat sich in den letzten 3 Jahren extrem verzettelt durch die verschiedenen Einflüsse, oder? Auch die politische Lage in Europa, die gesellschaftliche Lage, die Menschheit als solches hat sich verändert mit dem Ganzen. Und von daher ist es sicher wichtig, dass man wieder den Fokus findet. Zwar nicht nur im Job, sondern auch für sich privat, oder? Was ist für mich wichtiger, ne? Worauf konzentriere ich mich? Und ich denke, ja, da haben wir ein gutes Line-up zusammengestellt jetzt über die Jahre. Tom Fishburne kommt aus San Francisco, der Marketonist, kennt ihr wahrscheinlich alle auch, hat sich da in Europa sehr stark auch etabliert, kommt jetzt das erste Mal nach Europa für ein Live-Speech, freuen wir uns sehr drauf. Worüber wird er denn sprechen? Was sind so seine Themen, die er abarbeiten wird? Ja, wie man ihn kennt, halt er kommt über die Grafik, oder? Und nimmt eigentlich das Marketing ein bisschen auf die Schippe, oder? Und wird aber sicher auch Fokus legen auf das Thema Konzentration der Kräfte. Nicht von allem ein wenig, sondern halt das Wichtigste konzentriert. Oder? Ich glaube, Anna hat es ja gerade schon angesprochen mit diesem Fokus in Zeiten der Veränderung. Wir haben ja hier gerade noch die aktuelle Ausgabe auf dem Tisch, die haben wir im Dezember rausgebracht von M&K. Das ist jetzt hier 2 Jahre Post-Relaunch. Wir haben ja witzigerweise kurz vor der, praktisch in den Beginn der Pandemie hinein, das Magazin komplett gerelauncht. Und wir haben die Frage gestellt, was nun? Und haben im Grunde versucht, in diesem ganzen Heft die Veränderungen in der Wirtschaft, vor allem natürlich im Marketing, veränderte Kommunikationsbedürfnisse etc. abzubilden. Und jetzt hast du vorhin schon gesagt, natürlich, man trifft Leute. Ich glaube, beim Marketingtag, bei eurer Community ist ja auch das Interessante. Du hast sowohl mit CMOs von global agierenden Unternehmen zu tun, als auch mit Marketingverantwortlichen aus Schweizer KMUs. Du bist ehemaliger Präsident der European Marketing Confederation und hast da natürlich auch deine Verbindungen ins Ausland. Wenn wir jetzt darüber sprechen, so die Leute, denen du begegnest, mit denen du sprichst, wie ist da die Stimmung? Also wie ist da generell, merkt man auch in deren Auftreten oder in dem, was sie dir so erzählen, wenn ihr zusammenkommt, merkt man da Sorgen, merkt man da die Krise oder sind die optimistisch, dass es sicher bald besser wird? Ja, also wenn ich da zurückschauen darf, war da ja irgendwie 12 Jahre im Board und die letzten 2 Jahre Präsident. Habe dann aber vor 2 Jahren ungefähr abgegeben. Am Ralf Strauss in Deutschland ist jetzt Präsident. Und ich habe das immer so wahrgenommen, eigentlich als sehr positiv. Also die Leute sind wirklich sehr positiv. Aber das ist eigentlich auch wahrscheinlich ein Charaktereigenzug von Verkäufern und Marketeers. Die sind grundsätzlich irgendwo positiv und schauen nach vorne und sagen, okay, wir haben hier Schwierigkeiten, aber Schicksal als Chance ist immer irgendwo auch eine Chance, irgendein Loch zu finden oder eine neue Tür, die aufgeht. Und von daher eher positiv. Die Leute geben Gas und haben auch einiges auf die Wege gebracht im Bereich Bildung. Das ist vor allem ein großes Thema, die Bildung in Europa zu nivellieren, vergleichbar zu machen, ist natürlich ein Riesenthema. Wir in der Schweiz sind halt immer noch eine Insel, auch in der Bildung zum Teil, mit unserem dualen Bildungssystem, was sehr erfolgreich ist. Und dann Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Portugal, zum Teil, die haben das nicht, die machen das mit Kurse oder fangen das mit Privatschulen auf. Bei uns ist es eidgenössisch organisiert und von daher, da wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass man
diese Ausbildung und Weiterbildung in eine Klaviatur bringt. Ja, ne? Aber interessant ist ja auch, wenn du dich, wenn du über den Tellerrand schaust in deiner Funktion, also in den 12 Jahren, dass du auch siehst, was braucht es eigentlich für einen guten Marketeer? Was muss ein Marketeer mitbringen oder lernen, um wirklich dieses Handwerk auf der einen Seite zu können, was sich ja rasant schnell verändert? Mhm. Also es ist ja so, dass eigentlich kein Bereich sich schneller verändert als das Marketing. Auch die Digitalisierung hat da natürlich zu beigetragen, aber auch die vielen neuen Kanäle durch die Digitalisierung und was die jungen Menschen, wo sie sich ihre Informationen herholen, und da kommt man ja gar nicht mit im Grunde genommen, so schnell geht das alles. Mhm. Und hast du das Gefühl, dass auf dem europäischen Markt, dass alle Länder da ganz gut dabei sind, oder gibt es nicht hinter verschlossenen Türen, also die Positivität, die nehme ich dir ab, die haben sicher alle Marketeers, aber wenn man die Türen mal zumacht und man spricht untereinander wirklich mal Tacheles, sind die Länder gut aufgestellt, ist die Schweiz auch gut aufgestellt in der Bildung, um dem Rechnung zu tragen? Ja, also in der Schweiz würde ich das sicher mit Ja beantworten, oder? Weil ich das wirklich kenne, was die Schulen machen und was die Abschlüsse beinhalten. In den anderen Ländern kann ich es nicht überall eins zu eins wiedergeben. Ich kann sagen, Niederlande, die sind sehr gut unterwegs. Mhm. Also die würde ich sagen, absolut auf dem Niveau. Mhm. Schweiz sogar zum Teil noch ein bisschen drüber, mit was sie da anbieten und was sie in die Tiefe gehen. Wir haben sich aufgeholt in den letzten Jahren. Wir waren ein bisschen hinten drin, vor 10 Jahren oder so. Und mittlerweile haben wir aufgeholt mit neuen Lehrplänen, neuen Ausbildungsplänen. Aber wenn man natürlich heute schaut, was auf TikTok abgeht, ich meine, da ist wahrscheinlich noch niemand bereit. Sondern da machen uns die Jungen natürlich, die fahren uns um die Ohren links und rechts, oder? Und es ist hochinteressant. Ja, sanft schnell, ne? Auch irgendwie. Kommen wir doch mal zurück kurz auf den Marketingtag, weil im Grunde ist ja dieser Tag auch in der Tradition wie ein Abbild der Gesellschaft, der Marketinggesellschaft. Mhm. Das, was gerade stattfindet, wo soll es hingehen, wie ist der Stand? Die Keynote-Speaker, die ihr eingeladen habt, die Podien, die ihr macht, handeln alle um Fokus. Also heißt es scheinbar, die Marketeers mögen sich doch fokussieren auf die wichtigen Dinge und sich nicht weiter verzetteln. Was hat euch denn bewogen, überhaupt zu sagen, Fokus ist unser Thema? Ja, hat sicher damit zu tun, wie du das ansprichst, dass natürlich ein Marketingleiter von einer Firma, KMU oder GU, egal, je nachdem, was er für ein Budget hat, irgendwo sagt, ich muss überall dabei sein. Mhm. Es geht hier die Post ab, jetzt morgen geht da die Post ab, übermorgen wieder da. Mhm. Und dann mache ich alles nur ein bisschen so halbbatzig. Mhm. Oder? Und da sind wir wieder beim Thema Fokussieren, Konzentrieren und auch irgendwo halt das eine machen, aber eben das mit Tiefgang. Mhm. Richtig gut machen. Mhm. Bei Lanz war das, glaube ich, oder René Bourbonus, der hat, glaube ich, so einen TikToker geschult, kommunikativ. Das ist ein Deutscher, der ist irgendwo noch keine 30, hat 50 Millionen Follower und macht Kurzvideos von 30 Sekunden, so Illusionen, wie so ein Zauberer zum Teil und so weiter. Mhm. Und macht das aber so hochprofessionell, dass er seinen Kundenstamm, nämlich die 50 Millionen, aufbauen konnte. Also er erklärt dann auch, wie er das macht. Mhm. Er macht ein Video, wo man es nicht sieht, und dann das nächste Video ist, wie habe ich das gemacht? Mhm. Und das bringt ihm die Zuschauer, um auch dahinter zu schauen. Oder? Wie entsteht etwas? Was will ich damit sagen? Auch Offenheit, Transparenz, Klarheit ist heute wahrscheinlich in der Werbung extrem wichtig. Ja. Also ich meine, Thema Fokus, jetzt, du hast es gerade schon angesprochen, die Frage, soll ich alles so ein bisschen machen oder soll ich mich auf wenige Dinge konzentrieren, aber die richtig und gut fokussiert machen? Jetzt ist natürlich vielleicht hinter der Überlegung auch die Frage, wo siedelt man denn das Marketing an, um seinen Fokus auszurichten? Also würdest du sagen, Marketing ist eine Funktion, die eigentlich nahe an Sales operiert, oder ist es eine Funktion, die eigentlich, oder eine Rubrik oder eine Geschäftssparte, die eher nahe an der Kommunikation operiert? Weil ich glaube,
das beeinflusst ja den Fokus, den man dann als Marketingverantwortlicher oder Marketingverantwortliche setzt, enorm. Absolut. Also ich würde hier sagen, sowohl als auch. Das gehört alles zusammen. Kommunikation, Marketing, Sales gehört für mich zwingend dazu. Also ich staune immer, dass es noch Firmen gibt, die Sales und Marketing komplett trennen und irgendwo auch das Gefühl haben, Marketing ist hier oben und Sales ist hier unten. Vergiss es. Aber das ist für die Mitarbeitenden von Vorteil, weil die sich dann gegenseitig dafür verantwortlich machen können, wenn es nicht funktioniert. Genau. Sales kann sagen, Marketing war scheiße und Marketing kann sagen, Sales hat nicht verkauft. Dann ist niemand schuld und alle sind froh, dass sie es nicht gewesen sind. Also aus diesem aber Grund, es ist so, aus diesem Grund diese Diskussion gibt's, aus diesem ne? Grund wird es auch ja? gepflegt. Ja. Das weiß ich. Und ich bin da aber ein großer Gegner davon. Ich sage, es gehört alles auf die Unternehmensebene, auf die Führungsebene, weil Sales, was macht das Marketing ohne Sales? Was macht das beste Marketingkonzept, wenn ich es nicht verkaufen kann? Oder? Ist aber interessant, dass sowohl die VerkaufsleiterInnen als auch die MarketingleiterInnen sowohl bei KMUs als auch bei GUs oft nicht in der Geschäftsleitung sitzen, ne? Wenn du dir die Organigramme anguckst, sind die oft Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung oder gar nicht in der Geschäftsleitung. Ist das, woran liegt das? Wenn du jetzt sagst, das muss eigentlich... Ja, das ist natürlich, weil der Chef immer denkt, er könnte es besser. Nur oftmals ist es eben nicht so, oder? Also das sind auf jeden Fall Themen, die im Grunde genommen auch auf den Marketingtag 23 gehören, finde ich. Ja. Ich finde das ganz spannend, weil der Marketingtag ja auch für als Event, so wie wir den in den vergangenen Jahren noch miterlebt haben, der ist ja für alle Personen, die sich mit Marketing beschäftigen, zugänglich. Ihr seid nicht elitär, ihr sagt nicht, wir wollen nur CMOs, sondern da kommen dann eben auch Leute, die in den Abteilungen arbeiten, da kommen 20-Jährige bis 70. Genau. Weil da wehre ich mich strikter dagegen, oder? Gegen so dieses Klassendenken, oder? Das, wir sind hier die CMOs, oder? Ich nenne jetzt keine andere Vereine oder Organisationen, die das pflegen, das ist okay, die sollen das machen. Swiss Marketing als Verband, war ja da 12 Jahre Präsident, heute noch Ehrenmitglied, und auch Swiss Marketing Forum, der Marketingtag, war ja immer das Kommunikationsfenster von Swiss Marketing. Ich habe immer gesagt, wir sind Swiss Marketing, wir alle sind Swiss Marketing und es fängt bei 20, 18 Jahren bis 70 an und bei uns sind auch alle herzlich willkommen und das macht den Marketingtag aus, dass eben die 22-jährige Verkaufsfachfrau mit dem 45-jährigen CEO von der Firma XY ins Gespräch kommt, am Apparatisch und sagt, hey, super, ich habe den kennengelernt, kann ich was lernen, hier kann ich was lernen, hier kann ich was mitnehmen, sind wir beim Netzwerken, was der Anlass ausmacht. Wir rollen auch keine roten Teppiche für irgendwelche VIPs aus. Und wir haben auch keine Spezialpreise für irgendwelche VIPs, sondern bei uns bezahlst du den Preis, also gibt natürlich solche, die eingeladen sind, das sind Partner, Sponsoren, Leute, die was Gutes getan haben für den Marketingtag, die mitgearbeitet haben in den letzten 15 Jahren, die sind eingeladen, aber alle anderen bezahlen den gleichen Preis. Ich hatte letzte Woche wieder so eine Diskussion von einem Verband, wo es geheißen hat, ja, aber wenn wir Werbung machen sollen für euch, dann müssen unsere Mitglieder schon einen Spezialpreis haben. Jetzt ist aber das Thema, dass in diesem Verein sind nur CEOs. Muss ich sagen, ja, aber deine sogenannten CEOs, VIPs, die müssen doch die Kohle haben, um selbst ein Ticket zu kaufen. Ja, nein, weißt du, die sind sich gewöhnt, dass sie eingeladen werden. Ja, dann sollen sie zu Hause bleiben. Also haben wir unsere Tickets bezahlt? Weil ich fühle mich jetzt schon ganz schlecht, wenn wir akkreditiert werden. Ihr seid ja Partner, ihr seid ja eingeladen, ihr seid Medienpartner. Reden wir doch mal über den Marketing Excellence Award, den ihr vergebt am Marketingtag. Richtig. Wenn wir schon über Preise sprechen, nicht über Ticketpreise, wir gehen von Ticketpreisen jetzt zum Marketing Excellence Preis. Also für einen Preis vergeben für exzellentes Marketing. Ihr habt eine Jury, ist eine traditionelle Jury, die ihr schon jahrelang habt. Aus was setzt die sich zusammen? Aus welcher Art von Menschen? Und wie kann man da was eingeben? Und was muss man können, damit man eventuell so einen Marketingpreis gewinnt? Mhm. Ja, die Marketing
Trophy, Marketing Excellence Award, gibt es seit Jahrzehnten. Mhm. Wir haben den 2005 auf eine neue Ebene gehoben mit einer hochkarätigen Jury. Da sind Vertreter drin von Universitäten, mhm. von KMU, GU, aus dem Marketing, aber auch einfach auch Produktion, mhm. Handel, also querbeet. Mhm. Und das ist uns wichtig, dass wir wirklich in der Jury eigentlich nicht die Marketingbranche abgebildet haben, sondern die ganze Wirtschaft. Mhm. Inklusive Bildung, inklusive Forschung, mhm. Produktion, Handel, das hat sich bewährt. Also, mhm. ich nenne Zweifel oder Uni St. Gallen oder, mhm. oder you name it. Mhm. Und von daher haben wir auch die Neutralität, also das Swiss Marketing Forum ist am Juryprozess nicht dabei, mhm. außer administrativ. Wir machen die Administration, die Organisation, wir laden ein. Aber an der Entscheidung, mhm. wer da nominiert ist und wer gewinnt, hat mhm. Swiss Marketing Forum nichts am Hut. Und ja, was befähigt, gibt Eingabeformular, das ist einige Seiten, wo halt die vier Ps abgebildet sein müssen, und zwar eben das Gesamtkonzept. Es interessiert uns eben auch vom Konzept über die Umsetzung, über die eingesetzten Mittel bis zum Markterfolg. Mhm. Und der Markterfolg ist extrem wichtig, mhm. weil wir haben in den letzten Jahren einige nicht nominieren können oder nicht auszeichnen können, weil der Erfolg gefehlt hat. Mhm. Super Konzept, super mhm. umgesetzt, kommt extrem toll daher. Sag jetzt mal Rivella Gelb vor Jahren, war eine super coole Kampagne, war aber nach einem halben Jahr tot. Ja. Wir haben sie genau aus diesem Grund nicht nominiert, weil sie noch keinen Markterfolg hatten. Mhm. Und im Nachhinein hatten wir recht, dass wir sie nicht nominiert hatten, mhm. weil der Erfolg einfach gefehlt hat. Mhm. Und das ist auch heute oft nach wie vor ein Thema, dass wir die Firmen nicht nominieren mhm. können, weil einfach der durchdringende Markterfolg mhm. noch fehlt. Oder? Gut, ich meine, das passt ja zu eurem... oder zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass Marketing und Sales nahtlos ineinander übergehen und dass, genau. wenn das Marketing nicht konvertiert in Verkauf ja. Oder in Umsatz, dass es dann auch ja. Nicht honoriert wird mit so einem Preis. Ich meine, wir sehen ja oft, wenn wir damals die Werbewoche, die wir im Print hatten, dann integriert in die M&K und haben da natürlich auch, wir haben ja das Crea-Ranking, wir haben den Werberin des Jahres und wir haben natürlich auch immer berichten immer über die ganzen Kreativ-Awards, die es gibt. Mhm. Und da sieht man sehr oft, dass mit einigen Ausnahmen da vor allem die Idee im Zentrum steht. Ja. Ja, also man sagt, das ist eine bahnbrechende Idee. Was auch richtig ist. Was auch in Ordnung ist. Aber absolut, genau. Bei euch ist wirklich die Überlegung, du kannst die beste und schönste Kampagne haben, mhm. kann auch enormen Erfolg haben, aber wenn das Produkt am Markt nicht fliegt, dann... Ja, und so stellen wir eben sicher, dass auch mhm. quasi der Kleinst-KMU gewinnen kann. Mhm. Ein Mikrounternehmen, mhm. das ein Produkt auf den Markt geschmissen hat, das extrem erfolgreich ist. Was war der für dich überraschendste Gewinner oder die überraschendste Gewinnerin in der ganzen Geschichte, seit du das betreust? Boah, schwierig. Aber spontan kommt mir vielleicht Rentner in den Sinn, ja, oder? Ja, sehr schön, die Antwort. Plattform mit dem Reto, oder? Mhm. Wo aber auch zum Beispiel Freshbox oder Best of Swiss Gastro, mhm. so KMUs. Ich liebe halt KMUs, weil die Schweiz ist eine Wirtschaft von KMU. Klar haben wir riesen GUs, die sind auch erfolgreich unterwegs, haben aber zum Teil dann einfach ganz andere Möglichkeiten, erfolgreich zu sein. Mhm. Also einfach andere Budgets haben. Es gibt jetzt wieder Leute, die sagen, ja, das hat nichts mit dem Budget zu tun. Ich sage aber, es hat doch einen Einfluss, oder? Ob ich jetzt einfach mal kurz ein paar Millionen zur Verfügung habe oder der Gärtner auf dem Mucellen oder in Hinterzupfikon, das Blumengeschäft, die haben eigentlich gar kein Marketingbudget. Und wenn so jemand eben mit einer tollen Idee kommt und dann in seinem Bereich einen durchdringenden Erfolg hat, mhm. dann ist das für mich eben genauso wertvoll und genauso auszeichnungswürdig, wie wenn jetzt ein riesen Geo in der Schweiz mit so und so viel tausend mhm. Angestellten sich halt einen Weltstar leistet, ich mhm. nenne jetzt auch keinen Namen, mhm. und dann super coole Spots dreht, absolut, mit super Weltstars, Schauspielern und so weiter, oder? Cool. Geil, auf Deutsch gesagt. Mhm. Aber das kann halt der Friseur
Laden in Hinterzug, die kann sich nicht leisten. Und von daher wird es schwierig, oder? Was würdest du denn sagen zum Marketingtag dieses Jahr? Was, wenn du jetzt mal so überlegst, was ist wirklich, warum lohnt es sich auf jeden Fall, diesen Tag nicht zu verpassen? Was ist sozusagen der Mehrwert, abgesehen jetzt mal, weil das wissen wir alle, vom Netzwerken. Das ist ja wirklich eine Sache, die extrem... Das hätte ich jetzt aber gerade gesagt. Ich weiß. Und das ist mir auch klar. Das ist mir auch klar. Aber ich möchte trotzdem, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass das Netzwerken so wichtig ist, wenn die Leute aufeinandertreffen. In den Pausen. Aber es gibt ja auch noch was zwischen den Pausen. Absolut. Nämlich das, was angeboten wird an Fragen, die beantwortet werden, an Inspiration, die gegeben wird. Ich denke, Es ist sicher der Content, der von der Bühne kommt. Ich meine, wir haben Keynote-Speaker, wie du gesagt hast, wir haben Breakout-Sessions, wir haben Impuls-Sessions, wir haben KMU, Change the Business, wo es darum geht, aus dem Alltag quasi Praxisbeispiele zum Besten zu geben, wo du als Teilnehmer, ich sage immer, Marketingtag muss so sein, dass du am Abend ein halbes Dutzend neue Input mitnimmst, die du am anderen Tag sofort umsetzen kannst. Okay. Nicht so Theorie und schön und gut und so. Da haben wir immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass es Praxisbeispiele sind, die ich am anderen Tag sofort umsetzen kann und nach Hause gehe und sage, hey, das war cool, das nehme ich mit und das nehme ich mit. Zum Beispiel so, was ich nie mehr vergessen werde von Stefan Michel, ein Kunde ist ein Kunde, weil er immer wieder kommt. Das habe ich auch schon mal gehört. Besser kannst du es gar nicht sagen, oder? Ich glaube, ich weiß auch bei unserem ehemaligen Verlagsmanager, der hat das immer zitiert, weil er das bei euch am Marketingtag gehört hat. Und dann hat er immer gesagt, und dann hat der auf der Bühne gesagt, und der Satz ist mir auch noch der, und dann, was hat er immer noch zitiert? Job to be done. Ja, und er hat uns immer ein Cover gezeigt von Brand 1, das war noch vor unserem Relaunch, wo drauf schon Kauf, du Arsch, und gesagt, wir müssen so frech werden wie Brand 1. Dann haben wir gesagt, da machen wir doch einen Relaunch. Das soll aber vielleicht teuer uns, aber das haben wir in guter Erinnerung, so ein paar Sätze, die den Leuten dann auch wirklich hängen bleiben. Und das ist wirklich wichtig. Ich meine, ich war ja jetzt ja bei den letzten 15 Marketingtagen dabei und da sind Sachen wirklich dabei. Ich hatte schon Marketingtage, da war der Dr. Häusl und dann Saatchi, Simco von Saatchi. Und dann haben die Leute in der 10 Uhr Pause gesagt, Uwe, die beiden, die waren schon so der Hammer. Der Tag hat sich gelohnt. Und das steht natürlich schon im Zentrum vor allem, oder? Dass ich ein Learning, das ist Weiterbildung. Ich sage meinen jungen Interessenten für Tickets, die dann anrufen, ja, gibt es einen Studentenpreis? Nein. Sag ich, red mit dem Chef, der soll das unter Weiterbildung abbuchen. Ganz genau. Es ist ein Tag Weiterbildung. Neben all den anderen Vorteilen, schöner Ort, gutes Essen, Netzwerk, bla bla bla, ich lerne ein paar Leute kennen, ist es Weiterbildung. Apero gibt es auch hinterher. Das ist, glaube ich, auch für mich immer zentral wichtig. Ich brauche zum Netzwerk immer 3 Gläser Weißwein, damit die Hemmschwellen so ein bisschen fallen. Aber nein, ich finde, das ist, was du sagst, ist ja auch deswegen interessant, weil wir haben ja auch schon mal, wir haben das ja dann sistiert für die, während der Pandemie, wir haben ja mal so eine kleine Eventreihe gemacht. Und ich glaube, woran wir uns noch sehr gut erinnern, ist, dass das gar nicht so einfach ist, Leute zu finden, die diese Gratwanderung schaffen zwischen Praxisbeispielen, die aber trotzdem, also Dingen, die wirklich passiert sind, die aber trotzdem Learnings enthalten, die auch andere auf ihr Unternehmen anwenden können. Ja. Weil was Anna und ich immer finden, ist, wenn du an Events gehst, wenn Leute Cases präsentieren, ist es oft ganz schwierig, wenn jetzt jemand kommt von der Krankenkasse X und sagt, ich zeige euch jetzt, warum wir den coolsten Geschäftsbericht gemacht haben. Wie kann ich das umsetzen? Genau, sitzen 100 Leute, die sagen, wir haben mit der Branche nichts zu tun. Das ist sicher cool, ein toller Case, aber ich kann nichts daraus mitnehmen, weil das ist so singulär. Ja, ja. Und da Leute zu finden, die dann in den Breakout-Sessions sagen, ich habe das und das und das gemacht und das könnt ihr daraus lernen. Das ist challenging als Veranstalter. Im Prinzip liegt es halt dann oft am Referent, das richtig rüberzubringen. Oder? Der macht ja nichts Falsches. Ja. Aber du kommst nicht raus am Schluss. Du sitzt da und sagst, das ist ja schön und gut, aber wo ist jetzt der Link zu mir?
Ja, mhm. Zu mir persönlich, ich habe jetzt das Blumengeschäft oder den Friseursalon, ich arbeite nicht bei drei Großbanken oder bei der Post oder weiß ich wo und habe 7 Leute, ich muss das alles selber machen. Schwierig, schwierig. Wie soll ich das machen? Wie sucht ihr denn, mich würde interessieren, wie ihr zusammensitzt beim Swiss Marketing Forum und wie ihr überlegt, wer denn zu diesem Thema, was ihr euch als Motto nehmt, dieses Jahr ist es Fokus, wer passt? Über was wollt ihr reden? Wen ladet ihr ein? Wie geht ihr da vor? Ja, das ist eine gute Frage. Über Jahrzehnte bald, dass man die richtigen Referenten zum Thema bringt. Weil viele Events in der Branche schauen ja, wer ist verfügbar, wer kann, den engagiere ich. Und genau das machen wir nicht. Okay. Deswegen haben wir auch nicht immer die richtige Prozentzahl oder den richtigen Mix Mann, Frau, KMU, GU, wird manchmal schwierig. Wie machen wir das? Wir setzen das Thema meistens mit fähigen Leuten, wie jetzt Stefan Michel, Sven Reinecke, Markus Schögel, Roland, Roger Harlacher, Jurymitglieder natürlich. Jury arbeitet sehr eng mit dem Marketing Forum zusammen, aus der Trophy, aus den Cases. Da ergibt sich oft auch ein Firmenbesuch oder ein Gipfeltreffen oder irgendwas, wo sich dann das Thema entwickelt. Steht das Thema mal, machen wir ein White Paper quasi an die gleichen Leute, aber auch an unsere 100 engeren Leute, die zu den Ausstellern gehören oder ehemalige Partner sind, ehemalige Sponsoren, wo wir sagen, hey, kennt ihr jemand? Ich meine, die Leute haben alle ein großes Netzwerk und sagen, du, ich kenne den, ich kenne diesen. Das ist auch wieder ein Netzwerk, wo dann so Recherche gemacht wird. Einiges kommt natürlich auch von mir persönlich. Jetzt ein Tom Fishburn habe ich selber, vor 3-4 Jahren habe ich mal den ersten Newsletter gesehen, habe den 2-3 Mal angeschaut, da habe ich Lin gesagt, unsere Head of Events, Lin Uecker, hey, schreib den mal an, ob der in die Schweiz kommt, was der kostet, das ist Klima, eine Preisfrage, ja. Oder? Weil wir da nicht unendlich Kohle zur Verfügung haben und so entsteht, das hat er zugesagt, der wäre ja 2020 wäre schon auf der Bühne gestanden. Und dann entwickelt sich das. Christian Galvez über Martin Limbeck, oder dann frage ich wieder Martin Limbeck, du kennst noch eine Frau, wir brauchen noch diesen. Dann hat man diesen, dann geht es da wieder weiter, wie bei euch auch. Wir haben Kontakt gehabt. Ja, genau. Du gibst mir einen Tipp und du gibst mir einen Tipp und fragt man die an, können die, wollen die, passen die? Das ist halt bei uns schon auch noch wichtig. Gut, jetzt Thema Fokus ist relativ breit, relativ offen. Da konnten wir ein bisschen großzügiger sein. Spielt uns aber in die Karte jetzt gerade nach 3 Jahren Pause, wo wir sagen können, hey, du bist eigentlich relativ frei im Thema. Ah, okay. Also da haben wir jetzt nicht so ein enges Korsett. Wenn da irgendwo das Thema, der rote Faden spürbar ist, dann ist das okay. Okay. Wir hatten sicher schon engere Themen, wo es dann nur um Pricing ging, oder? Da musst du dann wirklich auch recherchieren über London Speakers, wir hatten auch über Vancouver, also internationale Agenturen. Wir haben auch in den vergangenen Jahren, aktuell weniger, aber in den vergangenen Jahren mit Agenturen zusammengearbeitet, Standing Ovation zum Beispiel. Oder? Das treibt den Preis nach oben. Also nicht Standing Ovation, die Speakerbüros, die nehmen ja gern, wie wir erfahren haben, auch schon am eigenen Leib, manchmal fragwürdig, für was eigentlich, extreme Aufschläge. Und dann ist es natürlich besser, wenn man die Leute aus dem direkten oder entfernteren Umfeld rekrutieren kann. Wir sind da eigentlich immer relativ günstig unterwegs, weil wir genau das nicht machen. Ja. Wir hatten mal einen Speaker, den haben wir angefragt aus Singapur, oder? Die erste Offerte war bei $50,000, weil da kommt dann die Frau mit, erste Klasse, und Hotelzimmer und Wäscheservice und Inroom-Service. Habe ich gesagt, du, was verstehst du genau unter Inroom-Service? Was gehört alles dazu, oder? Und dann habe ich dem das mal aus dem ersten Vertrag alles rausgestrichen. Bücher hätten wir auch noch kaufen sollen, 1000 für $20, macht auch nochmal $20,000, oder? Aber ich dachte, weißt du was, bleib zu Hause. Und am Schluss ist er gekommen für einen Bruchteil von Geld. Also erstmal versucht. Erstmal versucht. Er hatte die Frau dann zu Hause gelassen, habe gesagt, mehr als Business bezahle ich sowieso nicht, oder? Also die haben dann gedacht, ja, ich gehe jetzt mal in die Schweiz und da kann ich mal richtig absahnen. Das ist natürlich, wenn du hier ein Event machst, haben auch alle immer das Gefühl,
Ja. Ich weiß noch, wie wir haben ja nicht lange diese Veranstaltungsreihe gemacht, ein Jahr, die Marketinggespräche, mhm. vielleicht auch irgendwann mal wieder, aber ich weiß noch, dass wir irgendwie das Gefühl, wir fragen jetzt einfach die Leute an, von denen wir denken, das wäre jetzt noch interessant, und wir haben dann für ein Event den Vorsitzenden einer deutschen Partei angefragt, die gerade wieder den Einzug in den Bundestag geschafft hatte mit einer ganz tollen Werbekampagne, und da dachten wir, Rebranding und so, das wäre doch irgendwie spannend, und sagen wir, die Partei ist eher dem liberalen Spektrum zuzuordnen, da ist man ja sowieso affiner für monetäre Anreize, glaube ich, und da war dann auch eben, das stand von Anfang an eigentlich gar nicht zur Diskussion, dass der überhaupt will, und dann nachher hieß es, naja, eventuell schon, aber nur wenn Privatflug und das und per DM und da mussten wir dann auch sagen, okay, es wird nicht gehen, aber ich meine, das führt noch zu einem, finde ich, ganz interessanten Punkt, dass man ja sagt, ihr macht die größte Veranstaltung, teilnehmerinnenstärkste Veranstaltung in der Schweizer Marketingbranche, und ihr habt ja keine Großorganisation dahinter, kein Großunternehmen, das das trägt. Mhm. Also wo man sagen kann, gut, das, was wir an Tickets halt nicht verkaufen, das nehmen wir halt aus irgendeinem Budgettopf und dann passt das schon. Mhm. Solche Veranstaltungen gibt es ja auch, sondern ihr müsst auf eure Rechnung kommen, damit das im nächsten Jahr auch wieder stattfinden kann. Also ihr müsst das immer aus eigener Kraft stemmen. Mit euren Sponsoren, aber die muss man ja erstmal kriegen. Absolut. Also wenn man das Team anschaut, das ist Lino Uecker, Head of Events, 50% Stelle. Mhm. Marcel Weibel war mal Head of Sales angestellt, 3 Jahre. Wegen Corona mussten wir dann eine neue Lösung finden. Arbeitet jetzt bei AZ Concept, hat da einen tollen Job und ist jetzt eigentlich so Freelancer, Marketing, Excellence Award zuständig, Sales, Verkauf, macht einen super Job, Lino Uecker auch, und meine Wenigkeit. Mhm. Das ist das Core-Team, und dann haben wir natürlich Opera, Richner, Atelier Olive, enge Partner, wo wir schon lange, lange zusammenarbeiten, die machen uns immer einen tollen Job und kombinieren das miteinander, Sponsoring, das ist Dienstleistung, kommen aber so auf die Rechnung, weil sie sagen, ich habe ja am Marketingtag einen riesen Auftritt. Mhm. Dann haben wir auch lange, wie gesagt, mit Standing Ovation zusammengearbeitet, nicht zuletzt auch dank Standing Ovation ist der Marketingtag auch heute noch das, was er heute ist. Mhm. Und mussten aber einfach auch, nicht zuletzt wegen Corona, irgendwo da auch zurückschrauben, weil wir schlichtweg die Kohle nicht mehr hatten. Mhm. Definitiv, das kann ich hier sagen. Und die Kassen sind auch leer. Wie du richtig sagst, wir müssen den Marketingtag 23 mit den Einnahmen 23 finanzieren. Mhm. Also muss ich Tickets verkaufen und nicht verschenken, auch wenn es VIPs sind. Eigentlich müssten die das Doppelte bezahlen. Nämlich als Dank, dass es uns überhaupt noch gibt am Markt, dass sie überhaupt noch kommen können. Also oder? Für 24 sehen wir am Horizont 2 Ticketkategorien. Wir möchten danach, aber wir werden weiterhin akkreditiert, hoffe ich. Sonst müssen wir aber ich finde ja, prinzipiell ist ja der Gedanke, dass du für eine Leistung oder für ein Event, von dem du wirklich was mitnimmst, auch eine Zahlungsbereitschaft hast, ist ja gut, auch um auch die No-Shows abzumildern, dass du nicht Leute hast, die sagen, naja gut, das Ticket hat der Uwe mir geschenkt, als ob ich jetzt da hinfahre oder nicht. Es muss ja eine Gegenleistung da sein, muss das noch präzisieren. Sobald eine Gegenleistung hier ist, wie jetzt bei euch, ich krieg Medienplatz bei euch, ich krieg Newsletter, ich krieg Banner, sobald die Gegenleistung da ist, gibt es auch von uns eine Leistung. Und unsere Leistung sind Tickets, sind Präsenz am Marketingtag und so weiter. Das ist ein Geben, und davon lebt der Marketingtag. Und davon lebt ja das Marketing insgesamt auch irgendwie ziemlich. Genau. Ja? Der Marketingtag ist kein Geheimnis, ist irgendwo 1,5 Millionen Kosten, brutto. Mhm. Davon ist aber mindestens die Hälfte Barterleistung. Mhm. Ohne diese Barterleistungen wäre es seit 15 Jahren schlichtweg nicht möglich, den Marketingtag zu organisieren. Wir haben 3 Einnahmeposten, das sind Tickets, das ist die Ausstellung mit den Ständen, Breakout-Sessions und die Partnersponsoren. Mhm. Und das ist jedes Mal ungefähr ein Drittel. Und mit den 3 Dritteln müssen wir irgendwo auf 1 Million kommen,
damit man am Schluss auch noch die Rechnungen können zahlen, die man halt überkommt, KKL und so weiter und so fort. Die ganzen Leistungen, die dann gleich produziert werden, Technik, eben Opera, Richner Stutz, Bühne, Ausstellung, Atelier Olive, Screendesign, da werden zum Teil hunderte von Stunden investiert. Die arbeiten seit Monaten daran, wir sind jetzt am Konzept und so weiter und so fort, Umsetzung vom Konzept und weil irgendwo muss das auch bezahlt werden. Die leben nicht nur von Luft und Liebe, oder? Und von daher sind wir auf diese Einnahmen angewiesen. Aber Geld verdienen, das kann ich hier auch sagen, das ist nicht mit dem Marketingtag. Dann schlagen wir doch mal einen Bogen. Das ist deine Berufung, hast du ja gesagt. Marketing ist deine Berufung. Und du führst ein Personalmanagement-Unternehmen. Mhm. Wie würdest du sagen, Marketing, deine Berufung, wie kommt das mit deinem Unternehmen zusammen und was macht dich aus als Uwe Tendler? Warum ist Marketing für dich so wichtig, dass du schon so lange deine ganze Liebe und Hingabe da reingibst? Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn das ist jetzt fast wie die Einstiegsfrage bei Schawinski immer, Uwe Tendler, wer bist du? Ja. Tendler Personalmanagement, spezialisiert in der Haustechnik, ist ein sehr, sehr diskretes Business. Es geht um Personen, es geht auf beiden Seiten um Personen, um Diskretion, um Vertraulichkeit. Kommunikation natürlich, Interview beim Kunden, mit Bewerbern, Leute zusammenbringen, ist es Traumjob und so weiter. Also Leute zusammenführen. Und auf der anderen Seite hast du dann das Marketing, die Kommunikation, wo du eben darfst. Mhm. Weil eigentlich bin ich ein Verkäufer. Mhm. Ich bin eigentlich kein Marketier. Mhm. Bin zum Marketier geworden. Mhm. Aber über den Verkauf. Weil Personalvermittlung ist ja irgendwo auch Verkauf. Mhm. Und zwar einer der anspruchsvollsten. Wenn ich eine Kaffeemaschine verkaufe, kann die sich nicht wehren. Mhm. Aber wenn ich dich irgendwo in eine neue Position vermitteln soll, dann kannst du Nein sagen und der Kunde kann Nein sagen und ich schaue in die Röhre. Selbst wenn du Ja sagst, kann der Kunde immer noch Nein sagen. Dann schaue ich wieder in die Röhre. Mhm. Erst wenn du Ja sagst und der Kunde Ja sagt, kann ich eine Rechnung schicken. Ja. Deswegen ist Personalvermittlung einer von anspruchsvollsten Jobs im Verkauf, den du machen kannst. Und das hat mir immer gefallen, das gefällt mir heute noch. Mhm. Und so bin ich aber zum Marketing gekommen. Wir haben dann im Limmertal hat man dann einen neuen Club gegründet. Da hat man mich angefragt, willst du mitmachen? Da habe ich gesagt, ja, aber nur als Präsident, sonst komme ich nicht. Oh, wir gehen gleich alles hoch voran. Ja. Steileinstieg. Wunderbar. Ja, weil ich einfach gemerkt habe, es braucht eine Lokomotive, oder? Ja. Weil so Hobbysachen, so in der Freizeit und so. Ja, super Idee, mach mal. Heißt dann immer, oder? Ja, sei nicht feige, lass mich hinterm Baum. Mhm. Und ich habe immer gesagt, okay, wenn ich da einsteige, dann richtig. Und dann haben wir da 2, 3, 4, 5 Leute. Muss natürlich immer Leute haben, die mit einsteigen. Ich sage immer, Marketingtag, ich mache die Lokomotive. Ja, wenn hinten niemand einsteigt, bin ich auch alleine da vorne. Mhm. Und so ist eigentlich immer im Leben. Mhm. Bist du eine Führungsperson? Also was du jetzt gerade so gesagt hast, Lokomotive, ja. Präsident mache ich, aber darunter mache ich es nicht. Bist du jemand, der gerne führt und ja. Sagt, wo es lang geht? Ja, ich bin schwer führbar. Ach, vielleicht ist es deswegen das auch ist schon die logische Folge, ja, dass das du führen musst. Deswegen führe ich selber. Gleich die Qualifikation, ja. Ich bin selber schwer. Das ist so, dazu stehe ich auch. Ja. Also mit Chefs habe ich immer extrem Mühe gehabt als Angestellter. Mhm. Und zwar einfach, weil für mich muss ein Chef mir was vormachen können. Mhm. Mein Chef muss besser sein. Nicht überall. Mhm. Aber in seiner Funktion, in seinen Aufgaben muss er besser sein als ich. Und du hast einfach noch niemanden getroffen, der besser ist als du? Ganz selten. Ja, okay. Deswegen habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. Auch das ist kein Witz. Mhm. Ich war vorher angestellt, Personalvermittlung, habe gesagt, das, was du da machst, mache ich vor dem Frühstück. Mhm. Und so war es dann auch. Mhm. Bist du ein Workaholic? Nein, bin ich nicht. Okay, du kannst auch abschalten und privat sein. Absolut. Und loslassen. Ich weiß noch gut, als ich angefangen habe, vor 35 Jahren oder 30 ungefähr, Personalvermittlung, hat die Frau um 4 Uhr Nachmittag gesagt, du bist schon zu Hause. Sagt, ja, ich habe mein Tagesziel erreicht, das reicht, ist gut. Mhm. Und so habe ich das ja durchgezogen. Mhm. Ich habe nie Arbeit nach Hause genommen. Ja. Als Personalvermittler. Okay. Und deswegen hatte ich dann auch Zeit, den Marketing-Club im Limmertal hochzufahren. Mhm. Es war mir schlichtweg langweilig in meinem Job. Mhm. Also es wurde mir langsam, es war extrem erfolgreich. Ich habe Kohle verdient wie blöd. Mhm.
Aber trotzdem hat mir was gefehlt, nämlich das offen kommunizieren dürfen, das Verkaufen. Mhm. Und dann den Club hochzufahren, das war super. Und dann hat es sicher Zeiten gegeben, wo du dann halt mal auch abends hingesessen bist. Aber das war nie ein Müssen. Ich habe diese Woche, der hatte Geburtstag gehabt, da habe ich gesprochen mit dem Junior. Ich gesagt, weißt du, ich kenne das gar nicht, dass ich am Samstag oder am Sonntagabend schon sage, oh, morgen wieder arbeiten. Das kenne ich nicht. Für mich gibt es nicht Samstag, Sonntag. Selbstverständlich habe ich auch meine Freizeit. Aber wenn Sonntag morgens während dem Formel-1-Rennen ich noch PC offen habe oder es regnet oder ich habe jetzt einfach Lust, am Abend irgendwo kommt nichts Gescheites im Fernsehen, Dann hocke ich am Bild, am PC und bin etwas am Texten oder am Machen. Dann ist das für mich nicht Arbeit. Für mich ist Arbeit Lebenszeit. Und zwar seit ich aus der Lehre bin. In der Lehre habe ich das mal erlebt, dass ich sonntags morgen eigentlich schon aufgewacht bin und gedacht habe, wow, mich schießt's an, Montag go schaffe. Das kenne ich. Seit Ende der Lehre kenne ich das nicht mehr. Also, weil da war ich auf Montage, war ich weltweit unterwegs und dann habe ich mich selbstständig gemacht und da sicher gibt es Tage, wo du sagst, du hast Arbeit, ja, das ist jetzt nicht gerade das Präferierte, aber egal, du machst es und sagst, hey, komm, jetzt machst du halt das Stunde, wie lange habe ich da dran? Ja, Stunde, also komm, mach's jetzt. Und ich mache meistens das Unangenehme, mache ich meistens sofort. Und da, wo ich dann sage, wo ich Freude habe, und das machst du nebenbei. Ich habe in meinem Office, ich arbeite seit 10 Jahren von zu Hause aus. Also Homeoffice war für uns, auch für Lynn und für Marcel, nichts Neues. Mhm. Da habe ich ein Aquarium stehen, Fische beruhigen, oder? Und von daher... Bist du cholerisch? Kannst du dich mal ordentlich aufregen? Ja, das schon. Okay. Das kann ich schon. Kann ich mal laut werden. Und heute weniger als früher. Mhm. Aber ich sage auch, das braucht es, weil alles andere gibt Magengeschwür. Musst es mal rauslassen, ja, oder? Und irgendwo auch mal auf den Tisch klopfen und fragen Marcel, wir haben zweimal im Jahr haben wir auch Lampen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Aber du findest dich immer wieder. Es geht um die Sache und nicht um die Person. Mhm. Ich sage immer, wenn es um die Person geht, ist es falsch. Mhm. Aber solange es auf der Sache, um die Sache geht, auch wenn du laut diskutierst, ist ja mit der Frau das Gleiche. Ich bin seit, weiss ich was, 40 Jahren verheiratet. Mhm. Mit der gleichen Frau, nicht mit drei anderen. Zwei Buben großgezogen und da hat es auch mal Spöke gegeben, das ist normal. Mhm. Aber du musst dich immer wieder finden, auch wenn du 3 Stunden musst diskutieren, am Ende des Tages musst du irgendwo sagen, also gut, wir sind zwar immer noch nicht gleicher Meinung, aber ist okay. Ja, dann kann uns ja eigentlich am Marketingtag, wird uns sicher einiges erwarten. Also wir machen jetzt hier auch mal ordentlich ein bisschen Werbung dafür, dass... Man soll sich noch schön ein Ticket kaufen und das unterstützen. Unbedingt bezahlen, nicht eingeladen werden wollen. Und wir werden ja dann auch dort vor Ort sein. Wir werden unser Magazin auslegen und wir freuen uns sehr auf den Tag und wir hoffen, dass wir durch dieses Gespräch nochmal ganz viele Leute motivieren können. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, wunderbar. Sehr spontan und freue mich auch, euch zu sehen wieder. Ja, das wird toll. Wir freuen uns immer, wenn wir mal wohin fahren dürfen. Was ewig gelassen werden. Luzern ist jetzt ist immer ein Besuch wert. Ja, absolut. Und ist natürlich auch schön, dass ich heute dabei sein konnte. Ja, schön, dass du dabei warst. Zum ersten Mal, wenn Uwe hoffentlich kommt. Nicht das letzte wenn Mal. Wenn Uwe kommt, darf ich auch. Da braucht es zwei. Ich habe gesagt, da gehe ich nicht alleine. Ja, nein. Das ist nicht. Uwe hat gesagt, er schreit manchmal rum und deswegen. Nein, das wird gut. Also alle Tickets kaufen für den Marketingtag. Hier schamlose Werbung. Ganz genau. Vielen Dank.